Wir haben schon die Bilder von den Herren, die sich aufstellen. Und auch hier sehen wir Buschhütten ganz links an der Mauer. Es ist natürlich, wenn du auf dem Pontoon stehst, in der Bundesliga ist es natürlich eingeteilt. Da müssen die Teams zusammenstehen, haben ihren Platz. Ansonsten ist es natürlich immer von Vorteil, wenn du eher außen stehst. Denn in der Mitte hast du natürlich, es ist unübersichtlicher. Du musst dich mit den ganzen anderen Athleten irgendwie auseinandersetzen. Und wenn du außen bist, dann hast du wenigstens auf der einen Seite etwas Platz um dich herum und kannst etwas freier schwimmen, als wenn du wirklich mittendrin bist. Ich würde sagen, wir machen für den Moment mal einen Haken hinter das Damenrennen und konzentrieren uns jetzt voll auf die Männer. Auch für sie gilt Sprintdistanz 57 Meter gleich im Rheinbecken. Das Ganze vor dieser imposanten Kulisse, denn hinter dieser Mauer, die sich dort hinter den Athleten auftürmt, oder oben auf der Mauer, erstmal tausende Zuschauer. Des Weiteren so imposante Gebäude wie die Gerry-Bauten oder der Rheinturm. Und dahinter auch dann der Landtag hier im Zielbereich. Und nach den 750 Metern geht es dann die Lido-Brücke gleich hoch. Es wird wieder die gleiche Strecke geschwommen wie bei den Damen, also wieder in Schneckenform, links an der Mauer entlang, dann eine Rechtskurve, nachdem die Sportler schon unter der Brücke durch sind, dann wieder in die entgegengesetzte Richtung unter die Brücke und dann werden die Rechtskurven immer enger, bis man am Ende am Aufgang hoch zur Lido-Brücke sich befindet. Buschhütten ist der Favorit und der Favorit auf den Einzelsieg heißt Richard Murray. Und jetzt können wir tatsächlich mal dann auch gleich, wenn die Athleten im Wasser sind, über Ruben Zipuntke sprechen. Über den sprechen hier alle in Düsseldorf, wenn es um Triathlon geht, denn der Junge kommt aus der Stadt und Ruben Zipuntke ist tatsächlich einer, der Radprofi war, das große Ziel hatte, Tour de France statt hier in der Stadt 2017, hat er nicht geschafft, obwohl er für so, ja, wirklich prominente Teams wie das Rabobank-Team oder Sunweb gefahren ist. Dann hat er seine Karriere beendet und steht jetzt für Köln am Start. Ironie genau. Des Schicksals. Ist Ruben Zipuntke auf jeden Fall, ich sag mal so, der Durchstarter der frühen Saison. Hat zum ersten Mal beim Triathlon im Buschhütten von sich reden machen, indem er einen starken dritten Platz belegt hat, hinter einem Jan Frodeno. Und dort ist er auch zum Beispiel eine ganze Ecke schneller gefahren als Jan Frodeno. Zweiter, dritter Platz kam damals bei der Challenge Heilbronn, indem er sogar schneller geschwommen ist als Sebastian Kienle. Achtung, jetzt geht's los. Startpistole schon vorne. 14.29 Uhr. Und bitte. Ein schöner, klarer Start. Ein Frühstart würde bedeuten, dass der Athlet in der Wechselzone eine 15-sekündige Zeitstrafe abzusitzen hat. Das hatten wir in Kraichgau und das hat das Rennen ganz schön durcheinander gewirbelt. 15 ne? Sekunden bei dem Niveau auf der Kürze der Strecke, das ist, da kann das Rennen gelaufen sein, ja. Das will keiner haben, aber das hatten wir jetzt hier nicht. Das war ein schöner, klarer Start. Und wir sehen jetzt die heiße Phase, in der die Athleten versuchen, sich so gut wie möglich zu positionieren. Und wo wir also sehen, wie sich so einzelne Speerspitzen bilden. Und die dann in der ersten Boje aufeinandertreffen werden. Ein sehr guter Schwimmer, Justus Nieschlag, der im Gegensatz oder der sich vielleicht sogar von Richard Murray absetzen möchte in der ersten Disziplin und am liebsten auch in einer kleineren Gruppe auf dem Rad davonkommen möchte. Und in diesem Fall bin ich wirklich extrem gespannt, wie Ruben Zipuntke das Schwimmen überlebt. Ich habe mich noch voll mit ihm unterhalten, er schwimmt jetzt vielleicht seit ein oder anderthalb Jahren. Ja. Das ist an sich schon sehr, sehr kurz. Dann kommt hinzu, ich konnte es selbst kaum glauben, er erzählt mir, er schwimmt ungefähr 10 Kilometer die Woche. Das ist so gut wie nichts. Man muss auch dazu sagen, der Junge stand bei 18 Laufkilometern pro Woche im Schnitt im Jahr 2018. Wenn wir das mal mit dem Pensum anderer vergleichen. Ja, er hat natürlich schon viele Trainingsstunden durch den Radsport hinter sich. Klar. Aber gerade das Schwimmen ist natürlich die technisch anspruchsvollste Disziplin. Da ist das Wasserfühl ganz stark gefragt. Und wenn du im Schwimmen, der normale Triathlet würde es kennen, die meisten Triathleten sagen, meine schwächste Disziplin ist das Schwimmen.
wenn man das nicht als Jugendlicher oder als Kind gelernt hat und wie damals im Schwimmclub war, dann fällt es einem später echt sehr schwer, auf diesem Niveau das Schwimmen zu erlernen. Insofern hat er schon da Riesenfortschritt gemacht. Ich vermute aber, dass es in dieser Liga eher schwieriger werden wird. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie er sich hier schlagen wird. Interessant wird ja dann auch zu sehen sein, wie er das Radrennen angeht, weil er für den Radteil angekündigt hat, alles rauszublasen, was er hat. Also keine Kompromisse und auch keine Rücksicht darauf, dass er später noch dann ein Laufteil zu absolvieren hat. Aber er hat gesagt, Ja, dadurch, das dass kann er ich, natürlich, ja. ja, er hat gesagt, hallo, ja, was habe ich zu verlieren? Und vor allem, ich habe hier eine Tour de France in meiner Heimatstadt verpasst. Jetzt habe ich die Möglichkeit, für Köln netterweise an den Start zu gehen in der Bundesliga und quasi auf dem Rad durch meine Stadt, teilweise sogar auch noch an der Tour de France-Strecke von 2017 vorbei. Und er wolle einfach eine Show abliefern. Die Frage ist natürlich, ob er jemanden in seinem Windschatten abhängen kann. Wir sehen hier gerade in Führung die Nummer 46. Das ist der Timo Hackenjoos für das Team HEP. Und das ist keine große Überraschung. Das ist ein wirklich sehr, sehr starker Schwimmer. Und ja, hat es sogar geschafft, sich von den anderen Athleten zu lösen. Man sieht es, oder man hat es gesehen, dass er keinen weiteren in seinem Wasserschatten hat. Und ist gerade nicht zu sehen. Er schwimmt quasi Ja, rechts von rechts. dieser bei erweiterten Spitzengruppe. Und ist schon fast an der Wende. Dahinter in dieser breit gefächerten Speerspitze ein Buschhüttner-Athlet ganz links. Da wird es sich höchstwahrscheinlich um Justus Nieschlag handeln, der auch auf internationalem Niveau einfach wirklich sehr gut schwimmt, auch im Weltcup in Cagliari als Erster aus dem Wasser kam, dann erstmal die erste halbe Radrunde alleine vorne das Tempo gemacht hat. Ja. Ja, Timo Hackenjoos hat es natürlich jetzt, hat Luxus pur, hat super viel Platz, kann ganz bequem um die erste Boje schwimmen. Unter den ersten 5 bis 10 Athleten geht es auch noch relativ gesittet zu. Aber wenn man dann quasi mal eine Frontalansicht, wie jetzt, auf die Boje hat, dann sieht man, das wird eng. Und wenn man dann etwas weiter Richtung Mauer ist, etwas weiter außen ist, dann hat man zum einen natürlich einen langen Weg und innen hat man natürlich umso mehr Geprügel. Also da kann schon mal ordentlich ein Ellenbogen oder ein Fuß gegen die Schwimmbrille gehen. Und ja, das sind immer beeindruckende Bilder. Und für die Sportler, Ja, schau mal jetzt an. da geht's ab. Da gibt es im Ziel nochmal immer das eine oder andere Gespräch. So, du hast mich damals. Nö, nö, ich wurde ja selbst. Ein Geben und Nehmen. Und es sind dann Situationen wie diese. Weil diese. Ja, diese Rangkämpfe an den Bojen, die kosten einfach unglaublich viel Kraft. Das Schwimmen bei maximaler Leistung an sich ist ja schon hart genug. Und wenn das noch dazu kommt, dann sind das halt die Situationen, ja, wo es dann laktattechnisch schwierig wird und wo sich dann die eine oder andere Lücke auftut. So, wir sind jetzt schon quasi wieder auf dem vorläufigen Rückweg. Zwei weitere Rechtskurven stehen aber noch ins Haus. Wir sprechen auch hier von Schwimmzeiten im einstelligen Minutenbereich. Ja, die Damen haben so roundabout genau um die 11 Minuten gebraucht. Ich denke mal, die Männer werden so kurz nach 10 Minuten aus dem Wasser steigen. Mehr als 10 Minuten. Ich dachte vielleicht noch 9 irgendwas. Ja, vielleicht 9,59. Ja, guck mal. Da habe ich ja keinen Mist erzählt. Ein Unterschied im Vergleich zum Damenrennen, was wir eben gesehen haben. Das ist einmal schon en passant erwähnt. Diesmal 5 Athleten pro Team am Start. Und die ersten 4 gehen in die Wertung ein. Genau.
gebe ich zu, ein etwas untypischeres Bild in der ersten Bundesliga. Das wird höchstwahrscheinlich mit einem DNF enden. Mhm. Und für den Kameramann wird es dann auch bald wieder stressig. Ja, aber ein letztes Mal heute. Dann hat er es geschafft, ja. Den Wechsel auf das Motorrad. Aber wenn ich es richtig deute, geht er jetzt erstmal zum Ausstieg. Ja. Aber der Wechsel wird jetzt interessant. Also das Feld hat sich zwar ein bisschen auseinandergezogen, aber so wie ich es gesehen habe, war jetzt kein wirklich großer Riss drin. Klar hat sich Timon Hackenjoos etwas abgesetzt als Einzelstarter, aber er alleine... Da ist unser Kameramann hier. So, ja. Hat jetzt Gott sei Dank wenigstens den Kapuzenpulli ausgezogen. Ne? Braucht jetzt doch das T-Shirt. Ja. Jedoch, boah, Timon Hackenjoos, der hat schon einen ganz schönen Vorsprung sich herausgeschwommen. Danach kommen zwei Athleten, höchstwahrscheinlich. Ja, das sieht noch etwas mehr aus. Lasst uns schätzen, vielleicht 6, 7, 8 Athleten, so schien es mir. Und danach nochmal eine Lücke, wenn man das so abschätzen kann, aus der Ferne. Das wäre natürlich für die Athleten, die vorne sind, wieder eine richtig gute Situation. Das sind tatsächlich, ja. Es sah für mich so aus, als wäre dann nochmal eine kleine Lücke, aber ja. Ich denke mal, Timon Hackenjoos, dem wäre es gut beraten, wenn er hat natürlich jetzt beim Wechsel viel Zeit, das ist ein Riesenvorteil. Er kann jetzt relativ, in Anführungszeichen, entspannt die Treppe hoch und alleine auf dem Rad würde ich es nicht versuchen, sondern ich würde dann schon warten, dass die Gruppe ihn hinter ihnen einholt. Aber das sieht danach aus, als könnte wieder so eine Gruppe um die 10 Athleten wegkommen. Und das wäre natürlich für Athleten, uns ganz schön, ne? Das wäre eine spannende Situation. Vor allem wäre es ja entspannt zu sehen, wer es in diese Gruppe geschafft hat. Und wie sich das aufs weitere Rennen auswirkt. Ob Justus Nieschlag zum Beispiel sich von seinem Teamkollegen Richard Murray absetzen konnte. Dann sehen wir natürlich, weil Richard Murray möchte natürlich auch das Rennen gewinnen. Klar. Dann wird in der Verfolgergruppe auf jeden Fall etwas passieren. Und wir haben natürlich noch die Ankündigung von Ruben Ciputke im Ohr. Er ist natürlich Faktor X, ja. Der natürlich da auch auf jeden Fall was auf dem Asphalt ballern wird. So, jetzt kriegen wir das Ganze ein bisschen besser aufgelöst. Genau. Er schaut sich schon um. Komfortable Führung. Und das ist Justus Nieschlag und Maximilian Schwetz. Keine Überraschung, auch Maximilian Schwetz, ein sehr, sehr guter Schwimmer, war auch bei der WTS in Leeds am Start. Leider Magen-Darm-Probleme, damals musste er leider aufgeben. Fürs Team Saar, 7. im Vorjahr hier. Und jetzt ist schon eine Lücke, das ist eine Gruppe von roundabout 8 Athleten, das müssen wir nachher mal zusammenzählen. Und dann, bevor jetzt die etwas größere Gruppe kommt, jetzt haben wir gerade gesehen, Anton Schiffer für das Kölner Team. Das wird spannend. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag. Das bildet jetzt hier das große Hauptfeld. Das war Franz Löschke, der jetzt hier fürs Buschütner-Team im Hauptfeld vertreten ist. Das war für den wahrscheinlich jetzt auch wieder eine kleine Schocktherapie, nach langer Zeit sich mal wieder diesen Geprügel zu stellen. Boah, man sieht die schmerzverzerrten Gesichter nach der Treppe. Und nach ungefähr 1,5 Minuten ist das Ganze vorbei. Wir haben jetzt gerade Athleten aus dem Berliner Triathlon-Team gesehen, was eine sehr spannende Konstellation ist. Das ist ein Zusammenschluss aus verschiedenen Berliner Triathlon-Vereinen, die gesagt haben, alleine schaffen wir das nicht in die erste Bundesliga, aber als Zusammenschluss auf jeden Fall. So, wir versuchen nochmal hier die Nummer zu erkennen.
Sieht mit einer 7 aus und davor. Aber wir haben noch für euch nochmal die Übersicht. Oh, jetzt sind wir hier schon, geht's rüber zur Wechselzone. Das sind, wie gesagt, ein paar hundert Meter. So, und die ersten sind auf dem Rad unterwegs. Genau, jetzt die super intensive Phase. Jetzt muss die Gruppe gesichert werden. Das heißt, man springt erstmal aufs Rad mit Barfuß auf den Radschuhen und man geht erstmal gar nicht in die Radschuhe rein, sondern man drückt erstmal, was geht und versucht erstmal ja, die Gruppe zu bekommen, beziehungsweise genügend Tempo in die Gruppe zu bekommen. Und erst wenn die Situation einigermaßen klar ist, dann werden erst die Füße in die Radschuhe genommen. So, und den Nachzügler aus dem Schwimmen haben wir mittlerweile auch identifiziert. Aus Münster, Stefan Streuk. Kann man natürlich jetzt spekulieren, was ihm widerfahren ist. Vielleicht einen Tritt abbekommen. Benommen gewesen. Wer weiß das schon? Es ist müßig, darüber zu spekulieren. Wir wissen es nicht. Wir können es nicht mit Sicherheit sagen. Auf jeden Fall ist sein Rückstand gewaltig, aber es scheint so, als wolle er den Wettkampf zu Ende bringen. Wir sind jetzt auf der Radstrecke. Falls ihr euch jetzt erst reinklickt für das Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga-Rennen der Herren. Es wird eine enge Schleife gefahren, 5 Kilometer lang. Beginnt im Medienhafen zu Düsseldorf, hier beim T3 Triathlon. Geht dann über eine ziemlich verwinkelte Startphase direkt drauf auf die Rhein-Kniebrücke. Die wird entlang geballert, rüber nach Oberkassel, ein wirklich schöner Stadtteil hier in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Das ist diese Rampe hoch und rauf auf die Brücke. Und da bekommen wir jetzt einen Eindruck von der Spitzengruppe. Und um genau, das noch zu komplettieren, die Brücke wird dann noch einmal zurückgefahren. Jetzt sind wir tatsächlich auch bei der Spitze angelangt. Die Brücke zurückgefahren und dann geht es rechts runter nach dem kleinen Bogen von der Brücke und der Rampe runter. Wieder in Richtung Medienhafen, 5 Kilometer sind absolviert, 4-mal wird das gefahren, sodass wir eine Gesamtfahrradleistung von 20 Kilometern haben. Genau, wir haben es ja jetzt schon gesehen. Ist da noch einer vorne? Ja, ich denke, wir werden noch einige. Hier haben wir, das ist ziemlich sicher die Spitze, das ist Maximilian Schwetz und Justus Nieschlag. Die beiden kennen sich aus dem FF, haben schon viele Trainingslager innerhalb mit dem deutschen Triathlon-Kader absolviert. Und ja, das sind beides Athleten, die ein sehr, sehr hohes Interesse daran haben, auf dem Rad wegzukommen. Aber da sieht man mal, dass ein kleiner Vorsprung im Wasser nicht unbedingt lange Bestand haben muss. Nee, das nicht. Ist auch die Frage, wo, wer war vorne weg? Timon Hackenjoos, ja. Der hat ja doch einen recht komfortablen Vorsprung gehabt. Ja, deswegen dachte ich eben, ich habe den... Aber mir scheint es so, als wären die beiden, und da muss man sagen, da sieht man die internationale Klasse und Erfahrung, die die beiden haben. Die haben auf dem Rad kurzen Prozess gemacht und ja. Ja, weil eben Timon Hackenjoos vor diesen Verfolgern einen kleinen Vorsprung hatte, deswegen dachte ich, er wäre dort in Führung gewesen, aber er ist offensichtlich auf Rang 3 und eben sah es ja auch so aus, als würde er dann eingeholt werden. Also zweiköpfige Spitzengruppe und da ist schon ein ordentlicher Vorsprung und wir sind gerade mal auf der ersten Runde. Ja, das ist das, was ich meinte. Das sind diese entscheidenden Situationen nach dem Schwimmen zum Wechsel, aber auch die ersten Kilometer auf dem Rad. So, wer die so richtig intensiv antreten kann und in dem Moment ist man immer noch dabei in dieser Umgewöhnungsphase von der Waagerechten vom Schwimmen und auf einmal aufs Rad, auf einmal brauchst du die Beine, die du halt vorher eher weniger gebraucht hast. Da haben Athleten wie halt Justus oder Max, die haben da einfach die Erfahrung und die nutzen es dann eiskalt aus. Und jetzt ist es halt interessant, was machen sie jetzt? Ich sag mal, die beiden kennen sich, beide haben den Raddruck und ja, sie würden schon gerne durchziehen, das macht einen Eindruck. Aber wie clever ist das jetzt, zu zweit die 20 Kilometer durchzuziehen? Oder wäre es denn nicht vielleicht doch lieber noch so, wenigstens 3 Athleten mehr zu haben, um ein paar Körner zu sparen?
Das ist ja auch die Frage, weil wir haben ja eben schon gesehen, dass die beiden sich umgeschaut haben, versucht haben, die Lage einzuschätzen. Meinst du, es findet zwischen den beiden jetzt auch nochmal ein Austausch gleich statt? Den hat es auf jeden Fall gegeben. Also die werden sich abgesprochen haben. Aber jetzt sieht es schon so aus, als ja, jetzt ziehen ja, sie durch, ja. Die haben, weil letztendlich, du hast den Vorsprung und warum sollst du ihn jetzt hergeben? Ja. Und selbst wenn die anderen aufschließen sollten, dann mussten die dafür Arbeit investieren. Das heißt, den anderen tut es auf jeden Fall auch weh. Und sie haben das Selbstbewusstsein und das haben sie auch zu Recht, dass sie diese Power haben, um das Ganze auch durchzuziehen. Sie kennen sich, sie wissen genau, wie der andere in den Kurven reagiert, wie es mit seinen technischen Skills aussieht. Und ja, für Justus Nieschlag, wenn sie das durchbringen sollten, einen konfrontablen Vorsprung, dann kann das auf jeden Fall den Sieg bedeuten. Und ja, den möchte man immer sehr gerne mitnehmen. Und auch für Max Schwetz, der jetzt beim WTS-Rennen in Leeds leider aussteigen musste, aufgrund von einem Magen-Darm-Infekt, den er sich da irgendwie eingehandelt hat, ja, ist das natürlich eine super, super Ausgangslage. So, jetzt geht's, nachdem sie die Rampe runter sind, unter der Brücke einmal durch. Da sind wir jetzt. Und dann vorbei am Polizeigebäude und dann auf die zweite Runde. Man hat eigentlich gerade gesehen, wie ultraschnell. So schien es mir, Justus, der hat im Prinzip so einen Wink mit den Ellenbogen gegeben. Ich glaube, es war meiner Meinung nach ein Zeichen, Max, geh mal kurz in Führung. Aber ich glaube, dass der Max hinter Justus schon ein bisschen struggelt. Mhm. Also Justus ist auch wirklich international inzwischen, muss man sagen, nicht nur ein guter Schwimmer, sondern auch wirklich ein sehr, sehr guter Radfahrer, der auch hätte, sein Trainer ist ja Dan Lorang, der auch der Trainer von Jan Frodeno ist und auch der Trainer von Bora Hansgrohe. Also sein Trainer hat eine Menge Radsport-Know-how und auch ich habe mich mit ihm über Justus unterhalten und der meinte schon, mit Justus, das hätte auch ein sehr guter Radfahrer werden können. Der hat auch gerade diese Fähigkeiten nach den Kurven schnell antreten. Das liegt ihm, das kann er. Und man sieht ja gerade, wie lang er eine Führung übernimmt. Der investiert da gerade ordentlich. Und Max wird ihn versuchen, so gut wie es geht, auszuhelfen. Aber muss jetzt auch teilweise echt schauen, dass er da einfach hinten dran bleibt. Über 30 Sekunden ist das Verfolgerquartett hinten dran. Angeführt von Tim Hockenius, dem schnellsten Schwimmer heute. Das heißt, vier hinten dran. Würde mich natürlich sehr interessieren, wer die anderen drei sind. Versuchen wir mal rauszufinden. Also über 30 Sekunden ist natürlich schon mal ein Wort. 30 Sekunden ist auf jeden Fall ein großer Abstand. Und wenn es eine Vierergruppe ist, klar, das sind 50% mehr, als hier vorne sind. Aber ja, es kommt immer darauf an, auch wen hast du in der Gruppe. Und ein Fahrer wie ein Justus Nieschlag kann gut und gerne zwei andere, schwächere Fahrer ersetzen. Insofern, ja, sieht es bis jetzt wirklich sehr, sehr vielversprechend aus. Also wir versuchen das mal aufzudröseln. Marc Schwetz jetzt in Führung. Also die vier dahinter. Wenn diese Liste, die uns hier gerade reingereicht worden ist, stimmt. Andreas Karlsson, Timo Hockenius, Marc Trautmann und Waldemar Solok aus München. Und dahinter erst dann eine Gruppe rund um Richard Murray, Jurik von Ekdom.
Ruben Zipundke mit der schnellsten Angangszeit und der schnellsten ersten Runde beim Radfahren. Allerdings auf Rang 31 nach Runde 1. Aber man sieht gar nicht viel schneller als Justus Nieschlag. Wir haben die erste drei Sekunden. Wenn man weiß, wie Ruben Zipundke auf dem Rad ballern kann, dann weiß man auch, okay, wie schnell die beiden da vorne angeballert sind. Und so kommt natürlich dann auch der Vorsprung zustande. Und wenn ich mir die Vierergruppe vorne anschaue, Marc Trautmann, der für das saarländische Team startet, war in Kraichgau mit am Start, kam dort auf Platz 25. Ich vermute aber, dass sich diese Vierergruppe nicht lange halten wird, denn danach kommen halt Athleten wie Richard Murray, wie Jorik van Ektum. Die haben auf dem Rad auch eine ganze Menge Bums und ich bin mir sehr, sehr sicher, die werden die Lücke zu den Vieren da vorne schließen. Und dann hängt es davon ab, ist die Gruppe zu groß, als dass sie halt weiter, dass sie weiter genügend Athleten finden, um die Nachführarbeit zu leisten. Das wäre natürlich für die zwei da vorne ein Traum. Oder versuchen vor allem Richard Murray und Jorik van Ektum, ja, die Lücke nach vorne zu verkleinern. Und das sollten sie auf jeden Fall tun, denn ansonsten ist der Sieg weg. So, jetzt auch mal Führungsarbeit von Schwitz. Und das braucht der Nieschlag natürlich auch, dass er mal von ausruhen kann keine Rede sein, aber dass er mal einen Windschatten hat. Ja, das machen die beiden recht clever. Der Justus, der winkt dem Max immer nach vorne, wenn es mal etwas länger geradeaus geht, wenn Max sich da einbringen kann. Man muss halt sagen, der Justus, der ist halt wirklich auch technisch auf dem Rad sehr gut betucht. Der hämmert sehr gut in die Kurven hinein. Ich kann mich auch an ein Rennen hier in Düsseldorf erinnern, da sind wir zusammen gestartet. Da wollte er noch um eine Kurve durchflutschen, hat es aber nicht mehr ganz geschafft, ist mit der Schulter ins Gitter gefahren. Also er nimmt auch die Risiken. Das heißt, er sagt sich in den schwierigen Strecken, hey, pass mal auf, wir sind schneller, wenn ich da vorne weg war und wenn ich da vorne das Tempo mache. Und du kannst mir helfen, ja, wenn es etwas geradeaus geht. Tokio 2020 hat er fest im Blick. Ja. Und ich denke mal, so wie es zurzeit läuft, sieht es auch nicht schlecht aus. Wobei wir natürlich mehrere Athleten haben, die dafür in Frage kommen. Zurzeit geht ja auch alles über die Teamqualifikation, das neue Team Relay, was zum ersten Mal olympisch ist. Und ja, für ihn wird es wichtig, beim olympischen Testevent in Tokio, welches im August stattfindet, zu zeigen, was er auf dem internationalen Parkett drauf hat. Eine direkte Qualifikation wäre eine Platzierung unter den ersten 12. Das ist für ihn möglich, muss aber nicht klappen. Also das ist wirklich schon eine sehr, sehr sportliche Angelegenheit. Vor 2 Wochen war er in Leeds am Start. Da ist er auf Platz 21 ins Ziel gekommen, was vielleicht solide war, aber ausbaufähig. Das heißt, daran sieht man Platz 12, da muss schon wirklich sehr, sehr viel klappen. Aber im Nachhinein gibt es ja noch weitere Chancen. Wenn er sich weiter so entwickelt, wie er es diese Saison getan hat, dann sieht es für 2020 auch schon sehr, sehr positiv aus. Vielleicht jetzt nicht, man darf jetzt nicht direkt von Medaillen oder so ausgehen, aber so im Kampf vielleicht so um die ersten 15 oder so, da gehört er dann definitiv hin. Sagt unser Experte Gregor Buchholz, Deutscher Meister 2015 über die Sprintdistanz und hier in unserer zugegebenermaßen sehr stickigen Kommentatorenkabine direkt im Zielbereich. Ihr schaut den Livestream T3 Triathlon. Wir sind angekommen beim Elite-Herrenrennen in der Bundesliga, in der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga. Und wir sind jetzt am Ende der zweiten Runde. Und jetzt warten wir mal ab, wie lange es dauert. Ab diesem Zeitpunkt, bis der Zug dahinter ankommt. Ja, haben hier beide schön die Stoppuhr laufen. Ich wollte gerade sagen, 2 Dumme, ein Gedanke. Ja. Jetzt wieder etwas technischere Part. Jetzt kommt die Gruppe. Okay, und du hattest recht, es ist ein Zusammenschluss und das ist nicht mehr eine Vierergruppe, das ist eine Riesengruppe.
Ja, das sind so Athleten, so um die 25 bis 30 Athleten. Und ja, das ist ein Pack für eine geordnete Verfolgung. Ist das ein bisschen zu groß? Das heißt, die Favoriten wie ein Richard Murray, wie ein Jorik van Egtem, die werden jetzt schauen, die müssen selbst in die Hand nehmen, weil keiner der schwächeren Athleten wird das machen und wird sagen, wir fahren es nach vorne zu. Insofern, ja, bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt. Außerdem bekomme ich Informationen rein, dass Ruben Sepundke es im Alleingang versucht, auf die Gruppe zuzufahren. Ja, haben wir eben, glaube ich, einmal ganz kurz gesehen und da war nicht mehr so viel Rückstand. Die dritte Gruppe, angeführt von Franz Löschke, für den ist ja nochmal die letzte intensive Belastung vor dem Ironman auf Hawaii, sage ich schon, in Frankfurt ist. Aber da möchte er hin, er möchte zum Ironman Hawaii. Aber die beiden vorne bestimmen auf jeden Fall das Tempo. Und haben den Vorsprung ausgebaut. Die vierte Gruppe, schon einen Rückstand von über 2 Minuten. Und für die wird es schwierig. Also die letzten großen Schwerkaliber im Radfahren, die haben wir gesehen in der dritten Gruppe. Da kann schon auch sein, dass die den Rückstand relativ gering zur Spitze halten. Ich glaube danach. Aus der zweiten Gruppe bekommen wir auf jeden Fall die Information, sprechen wir mittlerweile von 22 Athleten. Das heißt, zwei vorne, dann 22 und dann noch das kleine Anhängsel, neuer Klein auf dem Rad, ein großes Anhängsel, Ruben Sepundke, der im Alleingang das Ganze auf wenige Sekunden runterfahren konnte. Bin sehr gespannt, ob wir hier nochmal Zwischenzeiten gleich reingereicht bekommen. Das wäre natürlich grandios, ja. Ja, und dann von der zweiten Runde, da bin ich mal sehr gespannt, was der Sepundke da hingezaubert hat. Und dann ist natürlich auch spannend zu erfahren, inwiefern sich das auf die Renndynamik auswirkt. Bleibt er denn sitzen in der zweiten Gruppe oder geht er denn da wirklich an die Spitze und ja, versucht die Lücke auch zu den beiden nach vorne zu schließen? Also, eine 6,52 ist er auf der zweiten Runde gefahren. Das sind nochmal 24 Sekunden schneller als die erste und das ist auch 12 Sekunden schneller als das Führungsduo Justus Nieschlag, Maximilian Schwitz. Allerdings muss man dazu sagen, auch Richard Murray und Jorik van Egtem sind in dem Bereich von Sepundkes Zeiten gefahren. Ein paar Sekunden nur langsamer, auch unter 7 Minuten. Also die ballern richtig rein. Nieschlag und Schwetz hatten ja ungefähr einen Vorsprung von etwas über 30 Sekunden auf die zweite Gruppe. Ich denke, dass Ruben Sepundke auf jeden Fall schon diese zweite Gruppe erreicht haben wird. Und Sieben Sekunden waren es noch. Ja, Sieben Sekunden. Wird er ich denke mal, das wird er inzwischen geschlossen haben. Und ja, jetzt bleibt abzuwarten. Er hat ungefähr, er macht ungefähr 10 Sekunden pro Runde gut. Was passiert, wenn sie sich zusammenschließen, wenn er sich mit den Hauptfavoriten zusammenschließt, die vielleicht wirklich gut zusammenarbeiten? Dann kann das doch relativ schnell gehen, dass 20, 30 Sekunden dem wieder abgeknapst werden. Oder tritt das nicht ein und man belauert sich so in der zweiten Gruppe. Da sind die beiden jetzt ein bisschen davon abhängig, wie sich das taktisch in der zweiten Gruppe entwickelt. Dem bleibt eigentlich nur die Option zu ballern. Und das macht Justus Nieschlag ohne Frage. Man kann gut und gerne sagen, so 85% Führungsarbeit, die er da vorne leistet, also der gibt sich auf dem Rad nichts. Hat dieses Jahr schon ein Höhentrainingslager in der Sierra Nevada hinter sich. Danach eine wirklich beeindruckende Weltcup-Serie hingelegt. Und ja, für ihn ist es jetzt auch ein wichtiger Test für das WTS-Rennen in Hamburg. Das ist dieses Jahr, hat er ja selbst gesagt, sein großes Saison-Highlight. Wieder unser Freund aus Münster. Ja.
nicht im Bild, aber der ist hier gerade hier durchs Ziel gedüst. Mit einem monströsen Rückstand, aber er fährt durch. Auch für Maximilian Schwetz ist das Ziel Hamburg. Hat sich selbst das Ziel formuliert, die 5 Kilometer in Hamburg unter 15 Minuten zu laufen, hinten raus. Wobei man auch sagen muss, wenn man unter die ersten 30 bis 25 Athleten kommen möchte, dann muss man das auch laufen. Zur Orientierung, Richard Murray hat beim ersten Rennen im Kraichgau eine 14:00 gelaufen, hinten raus. Ja. Damit ist er natürlich einer, der im Laufen auf jeden Fall nochmal ein gewichtiges Wort um die Spitzenplätze mitsprechen wird. Auf jeden Fall. Also Kraichgau war für Richard auf jeden Fall wieder ein Fingerzeit nach längerer Zeit. Er hat ja einen Trainerwechsel hinter sich, hat sehr viel mehr Umfänge gemacht und hat da auch etwas Verletzungspech gehabt in letzter Zeit. War dann auch in der Höhe und hat sich dann aber wieder gut erholt. Und Kraichgau war wirklich das erste Rennen, in dem er so richtig zeigen konnte, was er drauf hat. So, und jetzt gilt wieder Zeit stellen. Zack, Nieschlag und Schwetz sind durch die dritte Runde. Der und Kameramann der, oder das Motorrad, das kann gar nicht so stimmen, die Kurve, wie Nieschlag es möchte. Ja. Und jetzt bleibt abzuwarten. Das war jetzt die was? Du hast es dritte Runde, eine dritte Runde noch. Das heißt noch, ja, sagen wir mal etwa 7 Minuten maximal. Dann steht der zweite Wechsel an. Aber das sieht echt gut aus für die beiden. Ich meine, wir haben jetzt schon an die 30 Sekunden. Und diesen Rückstand auf einer Runde, das ist so gut wie unmöglich. Oh. Oha. Und so. Das sind Zipuntke und ein zweiter Kölner Triathlet. Ja. Ich konnte jetzt die Startnummer leider nicht erkennen, aber das werden wir bestimmt bald rausfinden. Und die haben sich von der größeren Verfolgergruppe abgesetzt. Das zeigt aber, sie setzen nicht auf eine konstante Verfolgung in Übermacht, sondern ein Duo verfolgt ein Duo. Was für die beiden vorne natürlich eine super Situation ist. Ja. So, und wenn wir von etwas mehr als 30 Sekunden Vorsprung auf die Laufstrecke oder für die Laufstrecke sprechen, dann sprechen wir von einem, ich formuliere es ganz vorsichtig, gewichtigen Vorteil. Ja, also das ist wirklich ein Vorteil, ein sehr luxuriöser Vorteil, den man mit auf die Laufstrecke nimmt. Und für beide eigentlich eine Traumsituation, für Justus wie auch für Max. Zipuntke wird begleitet von Luke Burns. Ein junger Australier, hat schon in einigen kontinentalen Cups, also wir haben die Europa-Cups, in Australien heißt es Ozeanien-Cups, schon die Top 10 angegriffen. Ein junges Nachwuchstalent aus Australien, ja. Definitiv ein Athlet für die Zukunft. Und Zipuntke wieder die mit Abstand beste Zeit in Runde 3. Hat 8 Sekunden gut gemacht auf die Spitze. Wobei man das fast so sehen kann, das ist fast ein Duell Nieschlag gegen Zipuntke. Ja. Wenn man so sehen möchte, ich denke mal, in dem Verfolger-Duo wird es auch ungefähr so aussehen, dass Zipuntke die meiste Führungsarbeit übernehmen wird. Und was Justus hier vorne leistet, das ist einfach echt, ist schon erste Sahne, das kann man nicht anders sagen. Also es geht jetzt ja wirklich Richtung 90% Führungsarbeit. Aber er zieht es durch, weil der Lohn, wenn er das so durchzieht, das kann der Sieg sein. Und man sieht es deutlich an den Gesichtsausdrücken. Also bei Nieschlag, klar, eine Verbissenheit ist da, auch eine Anstrengung erkennbar. Aber im Vergleich zu Zipuntke, den es ja schier im Gesicht zerrissen hat, als er eben dadurch am Zielbereich vorbei, beziehungsweise dort an der Wechselzone vorbeikam, klar, der hat auch eine ganz andere Aufgabe gehabt nach dem Rückstand, den er sich eingehandelt hatte, über eine Minute im Schwimmen. Aber da merkt man natürlich schon, Nieschlag hat natürlich deutlich bessere Karten, nicht nur aufgrund seines Vorsprungs, sondern höchstwahrscheinlich auch aufgrund seiner körperlichen Verfassung, weil Zipuntke fährt hier tatsächlich auf Teufel komm raus, als wäre nach dem Radrennen Schluss. Das ist er wahrscheinlich auch sonst so gewohnt. Ja, stimmt.
Nee, auch wenn er schon bewiesen hat, dass er auch recht gut hinten drauf laufen kann. Also für 20 Kilometer die Woche ist auch das, muss ich neidlos anerkennen, sehr, sehr beeindruckend. Ja, diesen Umfang hat er aber in 2019 jetzt schon angehoben. Ja. Aber er war auch gerade in dieser Phase, sich von der zweiten Gruppe zu lösen. Das haben wir ja gesehen, der Abstand war noch recht klein und gerade da, da musst du halt auf Teufel komm raus halt wirklich investieren, und um dich zu lösen, um halt keinen irgendwie erstmal überhaupt den Gedanken einzupflanzen, hey, ich könnte noch mal ranfahren. Nein, da musst du richtig durchziehen. Im Endeffekt so wie Nieschlag und Schwätztes am Anfang nach dem Schwimmen gemacht haben, auch die haben ja dort direkt durchgezogen und einen respektablen Vorsprung herausgearbeitet. Für Justus lohnt sich es auch einfach in dem Sinne, meine, er ist hierher gekommen, um eine harte Belastung zu haben. Das ist natürlich, er macht das aus dem vollen Training, aber das ist natürlich ins Training eingeplant. Also auf dem Trainingsplan ist natürlich für heute eine harte Belastung geplant. Deswegen kann er da ruhig auf Teufel komm raus, alles an Körner rausballern, was er hat. Und diese Variante ist für ihn natürlich deutlich risikofreier. Ich meine, wir haben es im Kraichgau gesehen, da ist Ryan Sissons für Buschütten damals gestartet und gestürzt. Ja. Umso größer die Gruppe, umso enger wird es, umso höher ist das Risiko eines Sturzes. Und du möchtest keinen Sturz haben oder irgendwie sowas, wenn du dich auf Olympia vorbereitest. Insofern sagt er sich, hey, lieber alleine vorne wegfahren. Und das macht er. Und wie? Zur Einordnung, falls ihr auch später reingeklickt habt, ihr schaut den Livestream T3 Triathlon aus Düsseldorf. Hier wir La Rache und wir sind beim Elite-Rennen. Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Herren, und wir sind am Ende der zweiten Disziplin. Es geht jetzt wieder rein in den Düsseldorfer Medienhafen für das Führungsduo vor dem abschließenden Lauf über 5 Kilometer, 2 kurze, knackige Runden und dieses Führungsduo besteht aus Justus Nieschlag in Rot für Buschütten am Start und Maximilian Schwetz fürs Team Saar, 28 Jahre alt. Im Vorjahr war er hier Siebter, auch er möchte zu den Olympischen Spielen. Und hier hinterlässt er bislang eine bärenstarke Visitenkarte, auch wenn man sagen muss, der Vorsprung dieses Duos geht natürlich vor allem aufs Konto von Justus Nieschlag. Wie der da vorne die Pace hochhält, das ist wirklich beeindruckend. Und wir sprechen hier mittlerweile von Führungsarbeit bei gefühlt 90%. Ja. Jetzt geht er mal vorbei. Nee, doch nicht. Immer noch nicht. Jetzt werden schon die Radschuhe geöffnet und sich auf den Wechsel vorbereitet. Es gehen die Füße auf die Schuhe, um dann halt wirklich schnell abspringen zu können. Und ich denke, der Marc Schwetz wird auch dahinter bleiben. Ah, da sind sie schon. So, vierte Disziplin. Zack, und Nieschlag ist weg. Super geklappt, für beide eigentlich. Ja. Und beide gehen jetzt wirklich mit einem konfrontablen Vorsprung auf die Laufstrecke. Jetzt bin ich mal gespannt, wann der erste Verfolger ankommt. 20 Sekunden schon durch, noch keiner in Sicht. Na, komm schon. Was wir hier hören vom Sprecher ist, dass die große Gruppe 50 Sekunden hat. Und Sepunke sich wieder eingereiht hat, ne? Genau, anscheinend hat dieses Duo dann doch nicht lange Bestand gehabt. Und das wäre natürlich, also 50 Sekunden auf 5 Kilometern, das ist ein richtig satter Vorsprung. Also so wie Justus das auch gerade aussieht, der scheint den Rhythmuswechsel aufs Laufen jetzt auch recht gut zu vertragen. Aber hallo, da ist auch schon eine ordentliche Lücke aufgegangen zu Maximilian Schwetz. Der das aber, wenn man das bislang hier so alles sich mal anschaut, taktisch auch sehr, sehr gut gemacht hat. Und er natürlich jetzt mit diesem Vorsprung auf der Habenseite, auch wenn er den Anschluss an Nieschlag nicht halten sollte,
sehr gute Möglichkeiten hat, aufs Podium zu laufen. Ja, also da ist Platz 2 in greifbarer Nähe und das sollte eigentlich ausreichen. Also 50 Sekunden, das Niveau hat Max auf alle Fälle, um da eigentlich locker auf Platz 2 zu laufen, wenn da nichts passiert. Jetzt sehen wir das hier. Es geht jetzt vorbei am Becken, in dem auch zu Beginn, ja, jetzt sind wir nochmal im Start oder in der Wechselzone, genau. Also es geht jetzt vorbei am Hafenbecken, wo auch zu Beginn geschwommen worden ist. Hier sehen wir die Gruppe. Genau, hier sehen wir die große dritte Gruppe. Und die Zuschauer haben dort die Möglichkeit, natürlich vom Becken einfach mit wenigen Schritten hochzukommen und dann direkt an der Laufstrecke zu sein. Die Laufstrecke, 2 kurze Runden für euch zur kurzen Übersicht. Es geht vom Medienhafen am Rhein entlang über einen sehr verwinkelten Start, direkt am Landtag vorbei. Dort später ja auch das Ziel hier bei uns und dann am Rheinturm vorbei. Das Ganze ist noch relativ, na, zumindest teilschattig. Mittlerweile allerdings die Sonne natürlich sehr hoch und hier sehen wir es nämlich auch, viele Abschnitte mittlerweile in der prallen Sonne. Vorne Nieschlag für Buschhütten auf Siegeskurs und dann eben hier diese Abzweigung und dann geht es rüber und hoch auf ein kleines Plateau, von dem es direkt in Richtung Rheinufer unten geht. Das heißt, wir sind dann nicht mehr im Hafenbecken, sondern direkt am Rhein und dort ein ganzes Stück geradeaus bis zur Wende hinter dem Apollo Varieté unter der Rheinkniebrücke zurück in Richtung Medienhafen. 2-mal diese Runde und am Ende sind 5 Kilometer Laufen absolviert und Nieschlag wird dann höchstwahrscheinlich die Siegermedaille entgegennehmen können. Aber so weit sind wir noch nicht. Und dass ich auch auf diesen 5 Kilometer, auch wenn wir über eine Sprintdistanz sprechen, die eine oder andere Höhe und Tiefe abzeichnen kann, haben wir eben beim Damenrennen gesehen. Das haben wir gesehen, genau. Man kann so schnell angehen. Auch auf 5 Kilometern muss man natürlich sich das Tempo etwas einteilen und ein kluges Pacing durchziehen. Ansonsten kann es auch nach hinten losgehen. Aber ja, das kann Justus alleine für sich bestimmen, das sollte da kein Problem sehen. Wir haben ja jetzt die 4. und 5. Gruppe einfahren sehen, die hatten so Rückstand von 3 und 4 Minuten. Insofern die 2. große Gruppe, eigentlich, wo eigentlich die große Gefahr herkommt von den Favoriten, 50 Sekunden Rückstand nach dem Radfahren. Das sind, muss man echt sagen, für Sprintdistanz-Triathlons echt komfortable Verhältnisse. Also das so rauszufahren von Anfang an zu zweit, da gehört schon richtig was zu. Richard Murray ist natürlich die Frage. 40 Sekunden hören wir über den Stadionsprecher, was heißt Stadionsprecher, über den Sprecher hier im Zielbereich. 40 Sekunden, der Mann Richard Murray aus Südafrika, Olympia-Vierter, mit einer 14:00 im Kraichgau. Bin mal gespannt, ob er vielleicht nochmal an Maximilian Schwedz, ob er ihn irgendwann am Horizont entdecken kann. In dieser verwinkelten Startphase ganz sicher nicht. Aber genau dort, wo sich jetzt Justus Nieschlag befindet, ist es tatsächlich so, dass man ein bisschen länger den Blick hat, gerade von da oben, wenn man um die Ecke kommt, weil sich hier natürlich auch der Kurs nochmal windet, weil wir hinten an der Spitzkehre am äußersten Ende sind. Ja. Also wenn, dann hat man dort die Möglichkeit, und man sieht das auch, Justus Nieschlag hat mal kurz den Blick nach rechts gewendet, nicht der oberkörperfreien Zuschauer wegen, sondern um zu gucken, wie weit bin ich vorne, wie viel Abstand ist das in Richtung Schwedz, mit dem er ja gemeinsam vom Rad gestiegen ist. Ja, und da sieht er, dass ihm keinerlei Gefahr droht. Sieht super aus, ne? Sieht super aus, sieht kontrolliert aus. Er kann ja jetzt vorne sein eigenes Rennen laufen, muss nicht zu 100% gehen, sondern kann das auf safe machen. Und Max Schwedz, man hat ihn so ein bisschen noch gesehen in der langen Geraden. Ich schätze, er hat einen Rückstand von vielleicht 15, 20 Sekunden. Ich sage mal so, wenn er noch eingeholt werden kann, dann auf jeden Fall von Richard Murray. Dem traue ich das schon zu. Das bleibt abzuwarten. Wie hat Max Schwedz gerade seinen Infekt nach Leeds vertragen? Konnte er danach wieder etwas Energie tanken? Konnte er vielleicht noch so ein paar Trainingseinheiten vielleicht so einbringen? Das wird sich jetzt auf der Laufstrecke zeigen, was er da noch zu leisten imstande ist. 3 Weltcup
Podiumsplätze hat Justus Nieschlag schon einfahren können. Heute sieht es nach einem Sieg in der Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga aus. Aber eine Runde muss er noch hinter sich bringen. Ja, man sieht auf jeden Fall die Anstrengung. Aber technisch sieht das alles noch wirklich sehr, sehr gut aus. Also, er ist nicht gezwungen, auf Krampf zu laufen. Daher braucht er sich machen. Insofern läuft er hier wirklich ein sehr gutes Tempo, sehr solide durch. Und auf 2,5 Kilometern, ich meine, wir haben die Verfolger der zweiten Gruppe noch gar nicht gesehen. Lege ich mich mal fest, wenn er jetzt nicht durch über eine Wurzel stolpert oder so, das lässt er sich nicht nehmen. Das kann er jetzt relativ entspannt zu Ende laufen. Im Gegensatz zu den Athleten in der Verfolgung. Bei denen wird das Ganze sehr eng vonstatten gehen. Und da geht es natürlich wiederum um die Teamwertung. Also, ich habe dir versucht zuzuhören, aber auch gleichzeitig hier noch dem Sprecher im Zielbereich versucht zu lauschen. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Murray Schwitz schon eingeholt. Aber das Ganze ohne Gewehr. Wir versuchen das jetzt gleich auch natürlich bildlich aufzulösen. Ja, daran sieht man, dass denn Marc Schwetz wahrscheinlich schon noch zu knabbern hat. Ja. An sich, er wird sich wahrscheinlich auch nicht so super stark gefühlt haben, ansonsten hätte er sicherlich mehr Führungsarbeit auf dem Rad übernommen. Das wird schon seinen Grund gehabt haben, warum Justus so viel macht. Das sind ein paar überholte Athleten, ja. Die Justus da jetzt überrundet. Ja, insofern musste Max sich auch etwas schon im Windschatten. Weil eigentlich muss man sagen, 50 Sekunden, das ist auch sein eigener Anspruch, den möchte er auch selbst bei Richard Murray durchbringen. Aber daran sieht man, dass es ihm wahrscheinlich auch gar nicht so gut geht. Und ja. Wie gesagt, ohne Gewehr, wir werden das natürlich gleich auch irgendwann bildlich wieder aufgelöst bekommen, spätestens im Ziel. Aber eine Überraschung wäre es dementsprechend nicht. Das würde ja auch bedeuten, dass auch bei den Männern ein ungefährdeter Doppelsieg kommt, was Buschütten auch wieder ja, für die Tageswertung favorisieren würde. Domen Dornik auch noch vorne mit dabei gewesen für Buschütten, wenn wir direkt mal schon ein bisschen auf die Teamwertung schauen. Der war auch in dieser großen Verfolgergruppe mit drin. Aber Maximilian Sperl und Franz Löschke, die weiteren Buschhütter, die hatten tatsächlich einen Rückstand, waren dann erst in der zweiten großen Verfolgergruppe. Und das Team aus Potsdam, das hatte 4 Athleten vorne drin. Also das könnte tatsächlich nochmal interessant werden. Genau, gerade wenn es um die Platzierungen 3 und 4 in der Teamwertung geht, haben wir bei den Frauen gesehen, lieber 3 oder 4 ausgeglichene Athleten als ein Superstar und dafür hinten raus etwas schwächer. Aber das wird sich dann im Ziel auflösen. Auch, muss man sagen, Franz Löschke ist natürlich ein starker Läufer. Also er hat natürlich die Möglichkeiten, noch viele Plätze gut zu machen. Wobei es spannend ist, meine, er trainiert auf dem Marathon. Also ob die 5 Kilometer überhaupt jetzt gerade ausreichen, dass er überhaupt so richtig in Fahrt kommt, das bleibt abzuwarten. Also Sperl und Löschke, die Buschhütter, aktuell auf den Plätzen 25 und 26. So die Informationen, die uns erreicht haben. Das müssen wir jetzt gleich dann auch überprüfen. Und vor allem kann sich natürlich auf dieser zweiten Laufrunde auch noch ein bisschen was tun. Nach vorne und nach hinten. In Führung Justus Nieschlag, dahinter nach unseren Informationen ein Zweikampf um den zweiten Platz. Richard Murray und Maximilian Schwitz. Schwitz, der man vom Team sah, war mit Nieschlag gemeinsam auf die erste Laufrunde gestartet, ist aber mittlerweile zurückgefallen. Und Ruben Zipuntke, falls ihr euch fragt, wo der abgeblieben ist, der wird auch irgendwo unter den erweiterten Verfolgern hängen.
aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch genügend im Tank hat, um auch beim Laufen seine Position zu halten, die er sich beim Radfahren erkämpft hatte. Dort war er ja tatsächlich dann auch mit in Führung gegangen in der ersten Verfolgergruppe. Ja, ich denke, das wird auf den 5 Kilometern schwer werden. Da sind auch zu viele tatsächlich. Da sind zu viele und auf den 5 Kilometern, da brauchst du schon einen richtig guten Speed. Er läuft sehr gut für das, was er an Background hat im Laufen. Aber ich denke, das wird gegen diejenigen, die hier schon spezialisierter sind, auf jeden Fall schwer werden. Ein Top-20-Ergebnis allerdings ist möglich. Und eine Show auf dem Rad hat er alle Male geliefert. Genau, die hat er versprochen und die hat er auch geliefert, auf jeden Fall. Und für ihn natürlich als Düsseldorfer Triathlet natürlich eine geniale Gelegenheit, sich hier so dem Publikum zu präsentieren. Justus Nieschlag, ein letztes Mal durch die Spitzkehre. Jetzt die Rampe hoch und dann geht es schnurstracks in Richtung Ziel. Vielleicht wird er gleich auch das erste Mal ein kleines Lächeln auflegen. Er wird wissen, das Ding hat er im Sack. Er hat einen guten Überblick jetzt über die weitere Laufstrecke und hat nochmal nach rechts geschaut. Und ja, da lauert absolut keine Gefahr. Also die letzten Meter, die er jetzt noch vor sich hat, die kann er auf jeden Fall genießen. Die wird dann natürlich noch im guten Tempolauf-Tempo durchziehen. Aber und er hat ja auch schon mehr als die Hälfte dieser zweiten Runde absolviert, denn dieser erste Teil bis zu der Spitzkehre ist der etwas längere Teil. Dass er auch nicht ganz folgen muss, sieht man auch an dem überrundeten Athleten, der noch mitgehen kann. Ist natürlich für ihn auch eine coole Sache, absolut, mit dem Führenden mitzulaufen. Und da muss auch Justus da nicht ganz allein durch. Die Formel 1 des Triathlonsports, Vollgas von der ersten bis zur letzten Minute. Der Start vor 54 Minuten. Und Justus Nieschlag. Ja, jetzt klatscht er nochmal ab. Sehr ja, schön. Jetzt lässt er sich feiern. Sieger in Düsseldorf 2019 in der Triathlon-Bundesliga. Justus Nieschlag, Glückwunsch. Mit einer wirklich, also das war wirklich eine überlegene Leistung. Wahnsinn. Ne? Und ja, eigentlich schon ein Fingerzeig, auch wenn er das Banner gerade falsch rumhält. Aber es kann nicht alles perfekt laufen. Also insofern war der Wettkampf schon perfekt genug. Jetzt im weitesten Sinne hat er hier das Feld auf den Kopf gestellt. Aber. So, und zweiter Richard Murray. Waren unsere Informationen richtig? Der hat aber ordentlich nochmal auf der Laufstrecke Gas gegeben. Ja. Also Doppelsieg für Buschütten wie bei den Frauen auch. Und jetzt Dario Citti aus Italien startet für das Team aus Süßen. Das ist ein großer Erfolg für die. Philipp Wiewald aus Potsdam, Maximilian Schwetz. So, Potsdam holt 4. Und 6. Und Rang 8 und Rang 9. Und das ist jetzt für die Teamwertung echt spannend. Jetzt bleibt abzuwarten, wo bleibt der dritte Buschüttner Athlet? Und der vierte. Und der vierte. Das wird schwer. Also so überlegen, die Einzelleistung von Justus Nieschlag war. Ja. So gut war die Teamleistung der Potsdamer. Das muss man ganz klar so sagen. Mit der Nummer 26 Luke Burns. Der ist kurz mit, ist gerade reingelaufen, der ist kurz mit Sepunke probiert hat. Der musste beim Laufen bezahlen für diesen kurzen Ausflug. Ian Mantai. Lange Zeit für Deutschland gestartet, hat aber auch Eltern mit irischen Wurzeln, startet inzwischen für Irland. Simon Hanseleit,
der Bruder von Frank Arnseit scheint sehr zufrieden mit seiner Leistung. Und Ruben Zipunke. Wir haben jetzt nicht mitgezählt, welcher Platz das war. Nein. Er war zwischenzeitlich 18. Gut möglich. Also und es wird wohl ein Top-20-Ergebnis. Aber noch war Franz Löschke, der jetzt ins Ziel kommt. Das wird für ihn auf jeden Fall eine sehr intensive Vorbelastung gewesen sein. Und für ihn heißt es jetzt Füße hoch. Und dann geht es in Frankfurt zwar vom Tempo her deutlich entspannter, aber dafür auch deutlich länger zur Sache. Aber den Sieg wird sich Buschütten garantiert nicht holen können. Das war ein sehr großer Rückstand jetzt, ja. Weil wir sprechen jetzt in über 20 und da kommt noch ein über 20er dazu. Und da bringt dir auch nichts, Platz 1 und Platz 2. Da hast du 3 plus, ja, da bist du bei einer hohen 40er. Und die wird Potsdam mit 4 Top-10-Ergebnissen nicht erreichen. Also Sieg an Potsdam. Das ist schon eine Überraschung nicht. Ich sag mal, wenn es um den erweiterten Favoritenkreis ging, dann hat Potsdam auf jeden Fall dazugehört. Aber auf jeden Fall ein Fingerzeig und ja, da bleibt uns einfach nur zu sagen, Glückwunsch aus Potsdam, die es wirklich mit sehr jungen Athleten geschafft haben, den großen Athleten ein Schimpfchen zu schlagen. Wie gesagt, Philipp Biewald, letztes Jahr Dritter bei der Junioren-WM an der Gold Coast, also definitiv eine Nachwuchshoffnung. Tim Siepmann wurde 2007 Achter bei der Junioren-EM. Also wir sehen hier eine ganze Menge junge Athleten. Sie leben natürlich von ihrem Bundesstützpunkt, den sie haben, von ihrem Nachwuchs, den sie über Triathlon- und Bundesliga-Rennen wie diesen an die Spitze führen können. Und das macht es natürlich auch spannend für die Gesamtwertung. Ja, absolut. Wenn jemand mal den großen Favoriten aus Buschütten ärgert. Und Potsdam war auch sehr, sehr knapp nur Zweiter im Kraichgau. Insofern haben wir jetzt einen Ausgleich in der Gesamtwertung. Also wir sehen bei den Männern nach der Hälfte der Saison geht's spannend zu. Noch keinen Sieger abzusehen. Das war heute das zweite Rennen hier der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga mit einem wirklich überlegenen Sieger. Tolle Leistung, Justus Nieschlag beim ersten Rennen nicht am Start gewesen. Diesmal hat er wirklich von Beginn an, vom Schwimmen weg, er ist als Zweiter aus dem Wasser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja. Und dann beim Teil auf dem Rad eigentlich sofort in Führung gegangen. Sofort das Heft in die Hand genommen und durchgezogen. Ja. Und natürlich auch die Mehrheit an Führungsarbeit auf dem Rad geleistet. Also wirklich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, verdienter Sieg für Justus Nieschlag vor seinem Teamkollegen, dem Sieger aus dem Kraichgau, Richard Murray, der Olympia-Vierte. Der es auf der Laufstrecke für sich noch gebogen hat. Die Laufleistung wird bestimmt wieder überragend gewesen sein. Ja. Aber man sieht einfach, dass Justus zurzeit eingefacht das komplette Paket mitbringt und das eigentlich auch schon die ganze Saison. Wenn es letzte Saison noch ab und zu etwas gehakt hat und einige Rennen nicht so liefen, wie er sich es gewünscht hätte, diese Saison zeigt er jetzt aber wirklich konstant über mehrere Rennen hinweg, dass er da wirklich eine Entwicklung genommen hat und vor allem im Schwimmen und auch auf dem Rad, also wirklich Weltklasseleistung zeigt und darauf eine solide Laufleistung bringen kann. Und das das reicht, um dreimal hintereinander im Weltcup auf das Podest zu kommen. Und vielleicht wird es ja Richtung 2020, dass sich das auch auf der höchsten Ebene in der WTS etwas weiter nach vorne schiebt. Wir versuchen es nochmal mit einem Interview mit Philipp Biewald, dem Dritten der Junioren-Weltmeisterschaften letztes Jahr an der Gold Coast. Mal sehen, ob diesmal der Ton mitspielt. Futter war es jetzt, gell? Schauen wir mal. Insgesamt, ich glaube schon, ja. Ihr hört mich so, Philipp Biewald ist bei mir. 1, 2, 3. Okay. Ja, wir sind hier bei der zweiten Station in Düsseldorf, der ersten Bitburger 0,0 Triathlon-Bundesliga. Und neben mir steht ein Mann in Grün. Philipp Biewald, er ist
die Nummer 1 vom Potsdamer Team, die Nummer 4 heute im Zieleinlauf. Philipp, wie war das Rennen heute aus deiner Sicht? Nimm uns mal mit auf die Reise. Ja, also es war eigentlich mein bestes Rennen der Saison bis jetzt. Ich hatte ein ganz gutes Schwimmen, also mein Start war noch ein bisschen schwierig, weil ich nicht so gut weggekommen bin und dann ziemlich im Pulk drin war bis zur ersten Boje und nicht frei schwimmen konnte. Aber hinten raus hatte ich dann eigentlich ganz gut Platz und konnte, denke ich, noch ein bisschen Zeit gut machen. Dann war ich, glaube ich, kurz zu einem Murray aus dem Wasser und kurz zu einem Franz. Und bin dann mit denen in die Wechselzone, sehr guten Wechsel, dann an denen vorbeigefahren am Anfang vom Rad und in die erste Gruppe. Und dort habe ich dann eigentlich die Beine hochgenommen und bin ab und zu mal mit durchgegangen, aber habe eigentlich versucht, mich zu schonen. Konnte dann auch gut vorne reinfahren mit dem Team und schnell einen Wechsel, stark angelaufen. Und dann hatte ich leider am Ende noch die Zeitstrafe, die mich, denke ich, noch den Kampf um den dritten Platz gekostet hat. Aber ich konnte dann noch den Max Schwedz auf der Zielgeraden übersprinten und ja, also ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden. Ja, mit dem Team habt ihr heute mit Sicherheit diesen Sieg eingefahren. Das bedeutet für euch, für dich natürlich auch sehr, sehr viel. Wir konnten so ein bisschen reinhören, die Stimmung ist super. Erzähl mal so ein bisschen, wie schaut es aus im Trainingsalltag? Wie viel macht ihr zusammen? Wie viel passiert da in Potsdam gemeinsam? Ja, eigentlich trainieren wir alles zusammen. Also mit den Jungs aus Potsdam, Tim, Giulio. Und mit denen trainieren wir eigentlich alles zusammen, auch mit dem Johannes und so. Und wenn der Jorik oder wir versuchen dann die Ausländer nur einzusetzen, wenn wir es wirklich nicht anders hinbekommen. Also wir versuchen eigentlich nur mit Leuten von unserem eigenen Stützpunkt das Ganze. Aber es ist halt leider nicht möglich, weil wir auch bei Continental Cups und Weltcups unterwegs sind. Und ja, dann ergänzen die uns, denke ich, ganz gut. Ist auf jeden Fall jetzt der Kampf um die deutsche Meisterschaft sehr, sehr spannend gemacht worden. Wir haben noch zwei Stationen, Tübingen und Berlin. Sehen wir dich da nochmal? Ja, ich denke bei beiden Rennen, wenn alles gut geht, also wenn keine Verletzungen oder Krankheiten dazwischen kommen. Da drücken wir die Daumen und freuen uns. Alles Gute, gute Regeneration. Danke. Okay, Daniel, jetzt dann noch kurz Justus. Ja, du, genau. Okay, super. Nochmal lieber, Glückwunsch nochmal, geil. Soweit also Philipp Wiewald und wir machen direkt weiter mit dem nächsten Athleten und der hat heute, ja, machen wir weiter, schalten wir uns noch mit drauf, liebe Kollegen. Jo. War von vorn bis hinten ziemlich hart und ein bisschen überraschend, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so gut geht, aber hat richtig Bock gemacht. Ihr seid beim Schwimmen eigentlich eine Fünf-Mann-Gruppe gewesen und dann nach der ersten Radrunde war da nur noch zu zweit Maximilian Schwitz und du. Habt ihr irgendwie eine Attacke gemacht? Habt ihr euch abgesprochen oder ist es einfach so passiert? Oh nee, das ist einfach so passiert. Also ich hatte ein bisschen Probleme in die Wechselzone zu laufen. Ich bin ja quasi vorne geschwommen, aber an Position 2. Ich hatte halt die Lücke nach vorne, konnte ich aber auch nicht zuschwimmen. Und da war ich schon ein bisschen groggy auf dem langen Weg in die Wechselzone und Max war mir vorbeigelaufen und hat gesagt, komm jetzt, wir müssen ja weg. Und hab dann aber durch einen schnellen Wechsel war ich direkt dran und dann haben wir gleich mal richtig den Hammer runtergedrückt und ja, dann waren wir weg und dann wusste ich, okay, jetzt müssen wir es einfach durchziehen und so viel Vorsprung, wie es irgendwie geht, mitkriegen. Und wenn man halt erstmal weg ist und die Lücke groß ist, dann ist es auch mental für die hinten hart und dann habe ich so ein bisschen spekuliert, dass sie sich vielleicht nicht 100% einig sind und ja, von daher Vollgas und hat gereicht. Ja, beim Laufen kam natürlich dann nochmal dein Teamkollege Richard Murray so ein bisschen auf, aber knapp 50 Sekunden, das ist natürlich für einen Justus Nieschlag schon eine ganze, ganze Menge Holz. Da ist es gar nicht so einfach, diese Lücke zu schließen. Nimm uns mal mit auf die Reise. Wie geht die Saison weiter? Du machst ja eigentlich dieses Rennen heute so ein bisschen aus dem Training heraus, hast du gesagt. Ja, ich habe die Woche gut durchgezogen und auch gestern nochmal einen ziemlich langen Tag gehabt. Deswegen war ich mir nicht so ganz so sicher, was die Beine so hergeben, aber ging erstaunlich gut. Und das war jetzt halt einfach nochmal eine intensive Einheit auf dem Weg nach Hamburg. Es hat gut geklappt. Jetzt kommt nochmal ein schöner Trainingsblock. Jetzt bereiten wir Hamburg vor. Und nach Hamburg gehe ich dann nochmal in die Höhe, Höhentrainingslager. Direkt aus der Höhe dann Berlin, Deutsche Meisterschaft. Und von da aus geht es dann direkt nach Tokio zum Testevent. Die Olympischen Spiele stehen vor der Tür. Da drücken wir dir die Daumen, dass alles gut läuft in der Vorbereitung dahin. Es hat heute sehr, sehr viel Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Alles Gute für den Rest der Saison. Justus Nieschlag, Sieger in Düsseldorf. Jo, danke. Ich hatte auch meinen Spaß. Ciao. Gut, gerne. Gut, jetzt ist noch die Flower-Zeremonie, ist jetzt noch das letzte und dann sind wir hier durch. Also, da haben wir doch schon mal prominente Stimmen am Mikrofon gehabt. Platz 4 und Platz 1 in der Reihenfolge. Ja, für Philipp Wiewald natürlich fantastisches Rennen, hat er selber gesagt. Hat auch so ein bisschen unseren Eindruck bestätigt, dass es hart war an den Bojen beim Schwimmen.
Er ist natürlich ein starker Läufer. Er muss im Prinzip im Schwimmen durch das Hauptfeld. Er ist so der Prügelei ausgesetzt. ja, auf dem Rad natürlich. Wir haben jetzt vielleicht nicht ganz viele Bilder gesehen, aber für Athleten ist es in so einer größeren Gruppe natürlich auch immer schwierig, sich durchzusetzen, gerade für so einen jungen Athleten. Aber im Laufen hat er seine Aufgabe richtig gut gelöst und er hat gesagt, wenn es geht oder wahrscheinlich ist er bei den anderen beiden Rennen auch dabei. Wir haben ja gesehen, was für eine starke Stütze er für das Potsdamer Team ist. Ja, das wird spannend, die nächste Rennen. Kampf um die deutsche Mannschaftsmeisterschaft auf jeden Fall sehr, sehr spannend und nicht sicher, dass Buschütten am Ende wieder Titelträger sein wird. Auf jeden Fall. Und genau, Justus auch bestätigt, für ihn war das ein wichtiger Zwischenschritt in seiner Vorbereitung auf Hamburg. Hat das Ding aus vollem Training mitgenommen, umso beeindruckender sein Sieg, der wirklich sehr, sehr überlegen war. Auch wenn Richard Murray noch ganz schön aufgelaufen ist, aber der Justus, der ist auf der Laufstrecke nicht mehr zu 100% gegangen. Ich denke mal, wenn er da ganz ehrlich ist, auch überhaupt nicht notwendig. Und ja, insofern freut mich das auch wirklich sehr für ihn, dass er da seine richtig gute Form diese Saison bestätigen konnte. Und wie er selbst gesagt hat, es geht nochmal in die Höhe, in die Sierra Nevada, in Vorbereitung auf das Olympic Test Event in Tokio. Und dann mal schauen, mit einem guten Schwimmen, wenn er da irgendwie auch in der vorderen Gruppe dabei ist, das ist ihm zuzutrauen, vielleicht klappt es ja. So, wir machen uns bereit für den, wenn man so will, krönenden Abschluss unserer Übertragung heute hier. Wir sind ja schon seit kurz nach 10 auf Sendung im Netz via Larasch. Übertragung vom T3 Triathlon in Düsseldorf mit den Elite-Rennen in der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga Damen und Herren. Und wir kommen zur Flower Ceremony bei den Herren. Dritter. Wir hatten ihn während des Renngeschehens gar nicht so sehr die ganze Zeit auf dem Zettel. Aus Italien, Dario Citti. Das ist ein bisschen eine Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat auch schon internationale Erfahrungen im Weltcup, ist dort aber auch noch nie so richtig aufgefallen. Da muss man ganz klar sagen, dieser dritte Platz für ihn, das ist für ihn eine richtig hohe Hausnummer. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Es wird aber nochmal laut, denn jetzt kommt hier unser verspäteter Athlet. Bekommt noch alle Ehre. Oh, das ist Micha Zimmer. Da muss man dazu sagen, der gute Mann hat schon vor einigen Jahren aufgehört, ist eigentlich der sportliche Leiter von dem saarländischen Team, muss aber aufgrund von Personalmangel muss er nochmal ran. Und er wäre fast überrundet worden von Justus Nieschlag auf dem Rad. Es haben wohl 50 Meter gefehlt, habe ich gerade draußen aufgeschnappt. Dann hätte er die nicht ins Ziel gerettet, dann wäre aus dem Team aus dem Rennen genommen worden und dann wäre das Team Saar nicht in die Wertung eingenommen, weil die nur mit 4 Mann angetreten sind. Insofern hat er alles riskiert, alles gewagt und es hat sich dann ausgewirkt. Sehr gut. Platz 2 für Richard Murray, der Südafrikaner, ein Top-Top-Top-Star, der heute gezeigt hat, zumindest vor allem auf der Laufstrecke, dass er absolute Weltspitze ist. Ja. Und der Sieg geht an einen Deutschen, an Justus Nieschlag. In überlegener Art und Weise. War ein tolles Rennen von ihm. Also, ja, gibt es nichts an auszusetzen. Ich denke mal, das sind die Rennen, da schaffst du Selbstvertrauen. Hat sich das Gestrüpp da wohl verdient. Aber auch für Dario Citti ein großer Erfolg. Kann man nicht anders sagen. Wir haben es auch nochmal für euch in der Übersicht, auch mit allen Zeiten. Können wir gerne mal einblenden. Na? Da ist es doch. Und da sehen wir auch die Macht aus Potsdam. Auf vier Jungs in den Top 10. 6, 8 und 9. Ja, das ist sehr überlegen. Der große Star, sage ich mal, des Potsdamer Teams, Jörg van Ektem, wurde im Prinzip nur das vierte Teammitglied. Ja, das zeigt auch einfach, welchen guten Job Philipp Wiewald und auch Tim Siepmann gemacht haben.
die dort täglich am Olympiastützpunkt in Potsdam trainieren. Und das bedeutet Platz 1 vor dem Team aus Buschhütten. Maximilian Schwetz hat es nicht ganz durchbringen können mit dem Podium, aber er wird noch in der Aufbauarbeit sein für Hamburg. Auch vor den Hintergründen, die du benannt hast. Ja. Ein starkes Rennen auch von ihm. 5 Stunden Übertragung, etwas mehr, 5,5, neigen sich dem Ende zu. Ja, du bist schon lange dabei, ja. Ja. Da bleibt mir nichts anderes übrig, als einmal einen großen Respekt auszusprechen, ja. Wie lange du es hier in dieser luxuriösen Kammer ausgehalten hast. Ja, und das ohne die versprochene Klimaanlage. Bei mehr als 30 Grad hier in Düsseldorf, T3 Triathlon, ein echtes Highlight im Wettkampfkalender der Sportstadt Düsseldorf und auch ein echt toller Stop der Bitburger 0,0 Triathlon Bundesliga. Großen Dank an unseren und meinen Experten heute Nachmittag, an Gregor Buchholz. Hat viel Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank auch für dein Insiderwissen in jeder Lebenslage rund um beide Rennen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir wirklich mega viel Spaß gemacht, auch gerade mit dir diesen Livestream kommentieren zu dürfen. Wir haben uns größte Mühe gegeben, auch wenn beim Frauenrennen leider das Bild nicht immer da war. Aber wir hoffen, ihr verzeiht uns das. Das waren im Prinzip so viele Sachen, wurden zum ersten Mal durchgeführt und daraus lernt man. Und ja. Vielen Dank. In diesem Sinne, euch allen einen schönen Restsonntag und bärt uns gleich oder bald wieder bei La Rache oder wo auch immer ihr uns geschaut habt. Schönen Sonntag und schöne Grüße aus der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt, aus Düsseldorf. Ciao, ciao. Ciao.